Hallo ihr Lieben, auch heute habe ich noch mal eine Buchvorstellung für euch. Und zwar soll es heute um dieses Buch hier gehen, Constellation in ferne Welten von Claudia Gray. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Constellation in ferne Welten ist der zweite Teil zu Constellation gegen alle Sterne. Da diese Geschichte auch wieder direkt aneinander anknüpft, ist es hier schwierig, eine Inhaltsangabe zum zweiten Teil zu machen, ohne zu spoilern. Aber ich kann euch ja noch mal sagen, dass es im ersten Teil im Prinzip um Noemi ging. Noemi lebt auf einem fernen Planeten, der Genesis heißt, und Genesis ist ein Planet, der sich von der Erde losgesagt hat. Und zwar ist es so, dass die Erde irgendwann in ein paar Jahren, in ein paar Jahrzehnten, das weiß man nicht so genau, untergehen wird und sterben wird, da einfach der Mensch die Erde zerstört hat. Und man hat versucht, andere Planeten zur Bevölkerung zu finden und unter anderem auch Genesis. Und Genesis hat aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass dieser Planet das gleiche Schicksal ereilen wird wie die Erde, wenn alle Menschen von der Erde jetzt dorthin kommen. Denn auch dieser Planet hat natürlich nicht mega viel Platz und Wohnraum für alle Erdenbürger, und deswegen haben die ersten Siedler von Genesis dann einen Krieg mit der Erde angefangen, um den Planeten zu schützen. Und die Bewohner von Genesis haben auch einen bestimmten Grundsatz. Sie sind gegen Technologie. Also sie sagen, das, was wir jetzt an Technologie von der Erde mitgebracht haben, das, was wir da haben, das haben wir. Aber wir werden jetzt hier nicht anfangen, irgendwelche Fabriken zu bauen, um die Atmosphäre zu zerstören und, um halt neue Dinge zu erschaffen. Also sie leben mit dem, was sie haben. Und das ist denen ihr Glaubensgrundsatz. Und einfach, dass der Planet halt geschützt wird. Auf jeden Fall herrscht seitdem Krieg zwischen der Erde und Genesis. Und die Erde hat sich natürlich in der Zeit, wie dieser Krieg dauert, weiterentwickelt. Und es schickt inzwischen auch keine Menschen mehr in den Krieg, sondern nur noch so Roboter, so Mechs heißen die. Es gibt von diesen Mechs ganz, ganz viele verschiedene. Sie sehen alle optisch aus wie Menschen. Es gibt Charlies, es gibt Dorothys, es gibt, keine Ahnung, Kebis oder wie auch immer die heißen, und diese Mechs tun halt verschiedene Positionen begleiten. Also es gibt Kampfroboter, es gibt Bedienstetenroboter, es gibt Roboter, die in Fabriken arbeiten. Also es gibt für jeden, quasi für jeden Bereich des Lebens den passenden Mech, sodass die Menschen halt auch nicht mehr so viel machen müssen, was das betrifft. Und auf jeden Fall begegnen wir hier in dieser Geschichte Noemi, und Noemi ist eine Bewohnerin von Genesis, und die Erde greift und die Erde ist wieder kurz vorm Angriff, und Genesis hat eine Offensive geplant, um halt die Streitkräfte der Erde zu minimieren, und Noemi nimmt an dieser Offensive teil, und als es zum Kampf kommt, wird ihr Raumschiff und das ihrer Freundin beschädigt, und sie muss sich auf ein anderes Raumschiff, was mitten in diesem Trümmerfeld schwebt, muss sie sich retten, um dort irgendwie zu überleben, und sie versucht dann halt auch ihre Freundin zu retten. Und als Noemi auf dieses fremde Schiff kommt, denkt sie natürlich nicht, dass es dort jemanden gibt, der dort leben könnte, und sie stellt dann aber sehr, sehr schnell fest, dass sie sich geirrt hat, denn auf diesem Schiff gibt es einen Mech, und so einen Mech hat sie noch nie gesehen. Er sieht optisch ganz, ganz anders aus wie alle anderen Mechs, und er scheint auch höher entwickelt zu sein. Und die erste Begegnung von den beiden ist nicht ganz so glimpflich, denn der Mech denkt, er wird angegriffen und will Noemi töten, und er hat aber die oberste Direktive in seinem Kopf mit, dass er keine Menschen verletzen darf, weswegen Noemi dann quasi überlebt. Hilft ihr dann da dabei, ihre Freundin aus dem Schiff zu bergen, und versucht mit ihr sie zu retten. Und dieser Mech erzählt ihr dann, dass er seit 30 Jahren auf diesem Schiff gefangen ist. Die Erde ist vor 30 Jahren mit diesem Schiff hier hingeflogen, halt um einen weiteren Versuch zu starten, das Ganze zu übernehmen, und sein Schöpfer, sein Erfinder war halt mit auf diesem Schiff und ist dann, als die Offensive, als dieser Krieg dann eskaliert ist, quasi geflüchtet und hat ihn dort zurückgelassen. Und dieser Mech, Abel heißt er, erzählt Noemi, dass es eine Möglichkeit gibt, dieses Sternentor, womit die Welten quasi miteinander verbunden sind, das sind so Wurmlöcher, dass man dieses Sternentor zerstören kann, wenn man bestimmte Dinge hat. Und so begibt Noemi sich mit Abel auf die Reise und versucht halt, diese Dinge zusammenzusammeln, damit sie am Ende dieses Sternentor zerstören kann. Und Abel versucht dadurch natürlich halt auch seinen Nutzen zu ziehen, denn er möchte einfach nur zurück nach Hause zu seinem Schöpfer. Und ob Abel es schaffen wird, seinem Schöpfer wieder zu begegnen, und ob Noemi dieses Weltraumtor zerstören kann, das ist es, worum es im ersten Teil von Constellation schlussendlich geht. Und wie gesagt, der zweite Teil knüpft dann direkt an den ersten an. Was ich euch sagen kann, ist, dass Noemi und Abel am Ende vom ersten Teil getrennt werden. Also sie gehen getrennte Wege. Noemi geht zurück nach Hause, quasi nach Genesis, um dort ihr Leben weiterzuleben. Und Abel versucht, seinen Platz in der Galaxie zu finden. Er versucht herauszufinden, was er denn möchte. Denn Abel ist halt ein ganz, ganz besonderer Mech, denn er hat ein eigenes Bewusstsein. Und
eine eigene Seele, sage ich mal. Also er kann eigenständig Entscheidungen treffen, er kann sich über bestimmte Dinge hinwegsetzen, was andere Mechs natürlich nicht können, und damit ist er halt auch einzigartig. Und ja, wir begegnen den beiden dann wieder. Wie gesagt, Naomi ist wieder zu Hause angekommen und lebt da bereits seit 6 Monaten wieder dort und fühlt sich dort aber nicht mehr so richtig wohl. Und sie wird auch von allen anderen als Aussätzige behandelt, aufgrund dessen, dass sie eigenmächtige Entscheidungen halt getroffen hat. Und im zweiten Teil ist es so, dass Genesis wieder angegriffen wird, diesmal aber nicht direkt von irgendwelchen Kampfrobotern und Flugzeugen, sondern es werden so ganz, ganz komische Dinge auf Genesis abgeworfen. Das sieht aus wie so eine Sonde mit so Spitzen dran, und die Bewohner wissen nicht so richtig, was das ist und was das soll. Und es stellt sich dann aber sehr, sehr schnell raus, dass diese Sachen eine Seuche verbreiten, eine Krankheit. Und alle Bewohner von Genesis werden damit infiziert. Und Naomi kennt diese Krankheit bereits, und sie hatte sie auch. Und sie weiß, dass diese Krankheit absolut tödlich ist. Und so wird sie von ihrer Welt wieder losgeschickt und soll Hilfe suchen, soll der Erde ihre Kapitulation anbieten, damit Genesis und die Bewohner gerettet werden kann. Und ob Naomi Genesis retten kann und ob sie vor der Erde kapitulieren wird im Namen ihres Planeten, das ist es schlussendlich, worum es in diesem Buch geht. Und natürlich treffen wir auch Abel wieder und ja, mehr möchte ich zu diesem Buch eigentlich auch nicht sagen. Ich möchte zu diesem Buch einfach nicht zu viel verraten, damit ich euch nicht zu sehr spoilere. Und ich kann nur sagen, dass mir der zweite Teil von der Handlung her wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand den Verlauf der Geschichte toll. Ich muss sagen, dass am Anfang das so ein bisschen auch gedauert hat, ehe diese Geschichte so ein bisschen in Schwung gekommen ist. Das hat so 100 Seiten gedauert, aber dann war die Geschichte da und dann passierte eins nach dem anderen und man dachte so die ganze Zeit, oh mein Gott, was passiert als nächstes? So, ach du Scheiße. Und ja, also was den Verlauf und die Handlung der Geschichte betrifft, hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin sofort wieder in diese Welt reingekommen. Ich wusste noch, was das für Planeten waren und wie die aussahen und wie die zueinander gestanden haben. Und das war mir alles noch sehr, sehr präsent und noch gut im Kopf. Und das hat einfach nur wieder Spaß gemacht, in diese Welten einzutauchen. Ja, also was die Handlung und das alles betrifft, kann ich mich nicht beschweren. Absolut großartig. Genau wie die Charaktere. Ich fand Naomi im ersten Teil schon wirklich gut. Und sie hat sich da auch super entwickelt im ersten Teil und auch im zweiten Teil. Hier hat es mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, sie ist eine taffe Persönlichkeit. Sie ist Kick-Ass und sie ist die Kriegerin in dieser Geschichte, und das merkt man einfach, und ich finde sie einfach so toll, und sie ist so ein bisschen so mit dem Kopf durch die Wand, aber das macht sie für mich umso sympathischer. Was Abel betrifft, hat er natürlich auch eine wahnsinnige Entwicklung im ersten Teil zurückgelegt, und auch im zweiten Teil verändert er sich weiter und entwickelt sich weiter, und das zu sehen, das ist einfach ganz, ganz toll gewesen, und Abel ist einfach toll. Er ist ein wahnsinnig toller Charakter, und man fühlt auch so mit den beiden und man leidet auch so mit den beiden, und ja, man hofft einfach immer nur die ganze Zeit, dass bei den beiden alles gut gehen wird. Und ja, ich war auf jeden Fall voll bei den Charakteren, und das ist ja ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn man da so mitfühlt und mittendrin ist. Und ja, auch was die Nebencharaktere betrifft, hat mir das Ganze wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, die Guten waren gut, die Bösen waren böse. Also jeder hat so seine Rollen gespielt, jeder hat das vermittelt, was er rüberbringen sollte. Und ja, das fand ich auch einfach großartig. Also was die Charaktere betrifft, kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Ansonsten, was das Setting wieder betrifft, fand ich es wieder großartig. Man kennt ja die Welten schon aus dem ersten Teil. Wie gesagt, mir war das alles noch sehr, sehr präsent im Kopf und ich konnte mir das auch alles noch sehr, sehr gut vorstellen. Und wir haben hier im zweiten Teil eine neue Welt, die wir kennenlernen, und auch die war wieder richtig gut beschrieben. Es wurden super Vergleiche gezogen zu dieser Welt, dass man, also Vergleiche zu unserer, dass man sich das so richtig gut vorstellen konnte, und das hat mir sehr gut gefallen, und auch die Szenenbeschreibung und das Ganze war richtig gut, und ja, ich hatte da absolut keinerlei Probleme, mir irgendwas vorzustellen. Also das hat alles richtig, richtig gut gepasst. Und ja, was den Schreibstil von Claudia Gray betrifft, es ist ein lockerer, leichter Jugendbuch-Schreibstil hier auch wieder. Man kann dieses Buch ultra schnell lesen. Also man fliegt wirklich so durch die Seiten. Dieses Buch ist spannend. Ach, er ist actionreich, ein bisschen romantisch auch. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich finde die Mischung, die Claudia Gray hier in diese Geschichte eingebracht hat, wirklich richtig gut. Und ja, ich kann nur sagen, dass Constellation 2 mir wieder richtig, richtig gut gefallen hat. Der zweite Teil hat ein richtig mieses Ende. Ein richtig mieses Ende. Ein richtig fiesen, gemeinen Cliffhanger, dass man nur so denkt, ach du Scheiße, was passiert jetzt bitte als nächstes? Und ja, man ist auf jeden Fall gespannt auf den dritten Teil, und ja, ich freue mich da auch schon sehr drauf. Ich kann euch Constellation immer wieder nur ans Herz legen. Lest diese Bücher, sie sind wirklich richtig, richtig gut. Ich fand den ersten Teil wahnsinnig toll, ich finde den zweiten wahnsinnig toll. Also wenn ihr gerne mal so Science-Fiction-Bücher lest, also wirklich gute Science-Fiction-Bücher, nicht so wie Rat der Neuen, dann ja, schaut euch Constellation auf jeden Fall an. Ich kann euch diese beiden Bücher wirklich nur wärmstens empfehlen.
empfehlen. Ich liebe diese Reihe, ich freue mich auf den dritten Teil und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das war meine Buchvorstellung zu Constellation in ferne Welten. Wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.